Salü und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Wir machen heute Wettjes, Süßkartoffelwettjes, aber besondere, und zwar mit Miso-Paste. Also super gesunde Miso-Süßkartoffelwettjes. Ja, was brauchen wir außer Süßkartoffeln dazu? Miso-Paste, haben wir rein, Sojasauce, Olivenöl. Gewürze haben wir bei Pfeffer, Ingwer, Knoblauch, habe ich schon mal ein bisschen klein geschnitten, in den Mörser gepackt und Chili. Salz brauchen wir ja nicht, haben wir eine Sojasauce mit drin. Fangen wir gleich an, bisschen Chili, je nach Geschmack, wie ihr es mögt. Ne? Süßkartoffeln, die können ja schon so ein bisschen was ab, als Kontrast gegen die Süße, die sie haben. Für Ingwer gilt Gleiches, nach Gusto. Ich habe bis hier 1,5 cm ungefähr. Und das reiben wir erstmal ein bisschen auf im Mörser. Ne? Zerstückeln das. Geht relativ schnell, wie man sieht. Man drückt das ja nur an. Und dann kommt schon die Miso-Paste hinzu. Mit ein bisschen Sojasauce müssen wir gleich gucken, ne? Es darf nicht zu viel Wasser sein, muss ja auch wieder verdünsten. Olivenöl schon mal mit bei. Auch das geben wir lieber nach und nach rein. So, Sojasauce dazu. So, dass wir eine schöne homogene Paste kriegen, mit der wir gleich die Wettjes marinieren können. So sieht das erstmal aus. Ich finde das schon mal sehr, sehr lecker. Wie gesagt, wenn ihr es feiner mögt, mehr Art länger arbeiten oder ab in den Blender damit. Das ist mal Geschmackssache. So, stellen wir mal zur Seite die Süßkartoffel mit Schale. Gut gewaschen natürlich, klar, logisch. Ne? Und dann einfach, wenn ihr so Enden habt hier, die mache ich immer ab. Wenn das so vertrocknet aussieht, das schmeckt ja nicht. Dann schneiden wir die in Wettjesgröße dafür. Halbieren und dann in so kleine Teile. Es geht ein bisschen schwierig. Da ist ja schon eine sehr stabile Struktur, sage ich mal. Ne? Habt eine Schüssel damit. Rezept findet ihr wie immer auf der biokoch.de in der Infobox. Setzen wir den Link so ein bisschen rüber. Hier wieder Anfang und Ende ab. Oder auch wenn eine Stelle da dran ist, die nicht mehr schön ist. Ja, merkt schon, da ist richtig Kraft, ne? Braucht man dafür. Und ein vernünftiges Messer. So, da haben wir sie geschnitten. Pfeffer drüber. Erstmal in die Schüssel. Ein bisschen viel gleich zu marinieren. Mal nach und nach. So, unsere schöne Gewürzpaste. Nichts umkommen lassen. Den Stößel am besten damit gleich sauber machen. Dann, wer empfindlich ist, der besorgt sich halt Handschuhe. Gibt es ja mittlerweile ganz gut in Drogeriemärkten zu kaufen, diese Einmalhandschuhe. Gerade wenn ihr auch kleine Risse in den Händen habt, ne? Und ihr gegen Schärfe empfindlich seid, dann empfehle ich das auf jeden Fall. Sonst brennt euch das hier gleich wegen der Chili und dem Ingwer. Ihr seht, wir kommen mit relativ wenig Öl aus, aber ganz ohne geht es natürlich nicht. Aber es ist ja auch gutes Olivenöl. Ist ja kein Problem. So. Und dann legt ihr es auf den Blech. Macht das mal noch mit den Händen so ein bisschen. Hier verwende ich tatsächlich jetzt einmal Backfolie, weil nach der Miso-Paste, das backt schon sehr an. Das ist dann auch
bei den Dauerbackfolien angebraten. Dann kann man die meistens auch nicht mehr wiederverwenden. So, schön auseinanderlegen, lieber zwei Bleche verwenden. Geht bei 180 Grad in den Backofen. Die Süßkartoffel-Wettges waren jetzt 25 Minuten drin bei 180 Grad. Das obere Blech ist gut. So, das untere stelle ich kurz nach oben, das braucht noch 2-3 Minuten länger. So sehen sie dann aus. Total lecker, richten wir sie einfach an. Das ist hübsch, wenn man sowas hat zum Reinstellen. So. Guck mal hier. Das ist natürlich sehr heiß, ne? Durch diese Paste. Müsst ihr aufpassen. So. Aber so ist das doch ganz schön für die Gäste. In dem Sinne, bon appetit, wünsche ich euch euer Biokoch. Also, die sind immer noch sehr, sehr heiß, aber super lecker. Na, bis demnächst im Kanal. Noch heiß.